1988 wollte Lucio Fulci die lebenden Toten wieder auf die Erde zurückbringen. Und herzlich willkommen an all meine Zuschauer und Filmfans da draußen zu einer neuen Produktvorstellung bzw. Unboxing-Video hier auf Lord Gamgam Full's The Other Side of Movies. Ja, und heute geht es um Zombie 3 aus dem Jahre 1988. Ein Film, den Lucio Fulci als Regisseur begonnen hatte, allerdings zwischendrin halt krankheitsbedingt dann ausgefallen ist und wo Bruno Mattei und Claudio Fragasso halt dann diesen Film beendet haben. Und das war halt Ende der 80er Jahre gewesen, wo die italienische Filmbranche schon ziemlich im Dahinsiechen war und wo die Produktionsbudgets auch immer kleiner geworden sind. Und den Film selber hatte ich euch ja schon vor vielen, vielen Jahren hier auf meinem Kanal näher vorgestellt gehabt. Und das ist auf jeden Fall reinrassiger Italo-Zombie-Trash. Ja, wie im Buche steht, er ist jetzt nicht so schlimm wie zum Beispiel Zombie 4 After Death, der auf jeden Fall nochmal die Qualität dieses Films hier deutlich, deutlich unterbietet. Ja, also ist auf jeden Fall noch gutierbarer, weil Zombie 4 war auf jeden Fall eine ziemliche Trash-Granate gewesen. Und der Film selber ist 2018 von X-Rated in der Eurocult Collection als Nummer 49 rausgekommen. Und da war natürlich das Besondere gewesen, dass die Langfassung, die es auch schon zuvor halt auch von XT-Video zum Beispiel in einigen VÖs gab, da auch wirklich erstmalig komplett durchgängig deutsch synchronisiert war. Also die ganzen Stellen, die damals eingefügt worden sind, die nur im Englisch mit Untertiteln vorlagen, die wurden hier nochmal nachträglich synchronisiert. Wirklich sehr, sehr lobenswert. Und ja, ich habe zwar diese Mediabook-Veröffentlichung mitbekommen, aber ich habe sie auch ein Stück weit ignoriert und kurz Zeit später hat dann XD Video noch ein paar Mediabooks veröffentlicht. Cover A und B sind auf jeden Fall als 333 Stück limitiert und dieses wartierte Mediabook hier, Cover C, auf 500 Stück und habe mir gedacht, okay, vielleicht hole ich mir den Film dann doch irgendwann nochmal in die Sammlung. Ist sicherlich nicht der beste Film, ja, wer weiß so wie viel Prozent von Fulci, aber man kann sich auf jeden Fall mal geben. Interessanterweise wurde der Film ja nach Ablauf der 25-Jahresfrist 2014 vom Index wieder runtergelassen, ist allerdings immer noch obskurerweise beschlagnahmt und vielleicht kann sich irgendwann jemand mal dem annehmen und die Beschlagnahme auch aus dem Weg räumen. Sicherlich, der Film ist durchaus gorig und so weiter. Wir haben ja auch einen fliegenden Zombie-Kopf und Zombies, die Karate können, ja. Aber es ist wirklich durch und durch Trash. Heutzutage ist man natürlich von vielen modernen Zombie-Filmen, aber auch Serien weitaus mehr gewohnt, was vor allem auch die Gewaltdarstellung und so weiter angeht, ja. Deswegen, der Film ist nicht mehr indiziert, aber er ist immer noch beschlagnahmt, eine sehr eigenartige Chose an sich. Und 2015 gab es ja dann schon mal erstmalig die Langfassung des Films auf Blu-ray aus England und da hat man natürlich dann 2018 nachgezogen. Was ich natürlich dieser VÖ hier sagen möchte, ist, dass bis auf die Verpackung und beim Booklet weiß ich nicht, ob man hier auch das Booklet von Christoph N. Kellerbach genommen hat, ja, das Ganze ein Repack ist. Also es ist wirklich ein reinrassiger Repack, wie schon bei Giallo a Venezia. Ja, also vom Bonusmaterial und so weiter ist das komplett inhaltsgleich, nur die Verpackung ist eine andere, ja, muss man sagen. Deswegen für all diejenigen, die die X-Rated Version verpasst haben, die vielleicht nicht so die Sammler sind von der Eurocult Collection, für die ist auf jeden Fall das hier dann doch auch durchaus etwas, ja, und ich muss sagen, gefällt mir sehr gut von der Gestaltung hier. Das Covermotiv ist natürlich sehr bekannt, auch hier der Filmtitel selber, der so leicht hineingeprägt ist, macht auf jeden Fall was her. Sieht von der Gestaltung her durchaus gelungen aus, also mir gefallen hin und wieder mal diese wartierten Mediabooks, ja, hier von XT haben sie natürlich in der letzten Zeit schon einige angesammelt und auf der Rückseite haben wir natürlich hier noch ein paar Filmszenen, inklusive natürlich den Hinweis, dass es hier die To the Sky Definition Special Edition ist, inklusive DVD-Version. Man könnte natürlich die DVD auch weglassen und könnte vielleicht einen Soundtrack oder sowas dabei legen. Ja, oder vielleicht einen Bonusfilm. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt, zumal die UK Blu-ray von 88 Films dann auch noch so eine Dokumentation über Fulci an Bord hatte. Vielleicht kommt die irgendwann nochmal im Rahmen der Sonderedition-Reihe von X-Rated raus, ja, also Nummer 2 vielleicht nach Omega Rising zu Joe D'Amato, wer weiß, wer weiß. Und dann haben wir natürlich hier auf jeden Fall nochmal den Hinweis auf die Limitierung. Das Ganze ist hier auf 666 Stück limitiert. Ich glaube, ich habe was von 500 Stück gesagt, das stimmt natürlich nicht. Und auf jeden Fall hier noch die technischen Informationen. Das Ganze ist natürlich ungeprüft. Angabe zur Laufzeit, allerdings nur zur Laufzeit der Blu-ray. Die DVD geht es um die 90 Minuten. Natürlich ist mal hier wieder der italienische Ton. Ich
wer weiß, mal wieder mit festen deutschen Untertiteln leider. Und dann haben wir natürlich hier auch einige Extras, ja, die teilweise deutsche Untertitel haben. Der englischsprachige Audiokommentar mit Troy Howard ist natürlich nicht deutsch untertitelt. Aber wir haben dann noch einen Fan-Audio-Kommentar mit Christoph N. Kellerbach und dem guten Kevin Zindler. Das mag doch schon einiges heißen. Dann gucken wir auf jeden Fall ins Innere rein und ja, dieses Geräusch selber, wenn man es aufmacht, wenn es so knuspert. Jetzt hat es einmal geknuspert und ja, wir haben jetzt zwar anders gelabelte Scheiben, aber man kann davon ausgehen, dass der Content, der hier auf der Scheibe drauf ist, dass das natürlich komplett inhaltsgleich ist mit der XT-Variante. Da haben wir natürlich hier diesen Zombie-Kopf, der stammt übrigens aus einer Szene, die in dem Film wieder eingefügt worden ist. Ganz vom Anfang des Films, glaube ich, war das gewesen. Das ist wirklich schon lange her, wo ich den Film gesehen habe. Und dann haben wir hier, ja, da haben wir die DVD und hier die Blu-ray. Mit diesem wirklich sehr schön. Natürlich, das ist das bekannteste Motiv überhaupt zu dem Film, was natürlich hier für dieses Mediabook etwas abgewandelt worden ist. Und dann haben wir natürlich hier diese Herrschaften in diesen Schutzanzügen, die natürlich auch eine wichtige Rolle spielen, ja. Und dann haben wir natürlich hier noch das 16-seitige Booklet, was hier noch drin ist. Und dann gucken wir, und wir haben natürlich hier auch das Booklet vom guten Christoph N. Kellerbach, die wilde Italo-Apokalypse, ein Blick auf Zombie 3, ein neuer Anfang. Also, die kommen nicht nur wieder, es sollte auch ein neuer Anfang sein. Ist es allerdings nicht geworden, und hier wird natürlich dann wieder mal schön auf die Produktion des Films eingegangen. Das Ganze hier garniert mit einigen sehr geschmackvollen Szenenbildern, die auch in recht guter Qualität vorliegen. Und ja, auf jeden Fall eine Menge Lesestoff. Hier natürlich auch noch ein paar Aushangsfotosätze. Ja, das muss ich sagen, gefällt mir auf jeden Fall, weil ich finde auch die Booklets. Die Texte allgemein, die Christoph N. Kellerbach schreibt, die finde ich sehr informativ, aber auch sehr unterhaltsam. Neben Martin Beine, einer meiner absoluten Lieblings-Booklet-Autoren. Vor allem, wenn ich an die ganzen CMV-Veröffentlichungen denke. Und ja, hier ist auf jeden Fall das Ganze wieder sehr, sehr, sehr gut abgewogene Mischung aus Text und Bildanteil. Ja, da haben wir natürlich diesen Herrn hier, diesen Radiomoderatoren, dem wohl die Augen jetzt final endgültig abhanden gekommen sind. Ja, und ja, gefällt mir auf jeden Fall. Macht einen sehr soliden Eindruck. Ist eine wirklich schöne Veröffentlichung, muss man sagen. Auch wenn man natürlich dann wieder mal nach England schauen muss, weil die 88-Filmscheibe dann doch noch ein bisschen mehr Bonusmaterial am Start hat. Natürlich ein paar retroperspektivische Interviews, aber ansonsten dann so. Ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gelungene, schöne Mediabook-Veröffentlichung. Die bekommt auf jeden Fall von mir ganz solide 3,5 von 5 Punkte. Ja, ihr könnt natürlich in den Kommentaren reinschreiben, wie ihr denn den Film so findet, wie ihr dieses wattierte Mediabook so findet, ob ihr auch so Kuschelfans seid und gerne mit euren Mediabooks auch mal eine Runde flauschen geht, würde mich natürlich auch wieder mal interessieren. Ja, ihr könnt eure Gedanken wieder in die Kommentare reinhauen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns dann wieder vielleicht zu einer weiteren Produktvorstellung, Unboxing-Video oder zu irgendeinem anderen Video hier auf Lord Gamgam Full, The Other Side of Movies. Ciao, euer Chris.